Das Königreich Myrtana, wiedervereint durch die Hand König Robars des Zweiten. In den langen Jahren seiner Herrschaft war es ihm gelungen, alle Widersacher des Reiches zu bezwingen. Bis auf einen. Der Krieg mit den Orks forderte seinen Tribut. Und die Gefangenen des Reiches sollten ihn bezahlen. Der König brauchte Schwerter für seine Armeen. Und jeder, der sich eines auch noch so geringen Verbrechens schuldig gemacht hatte, wurde zur Arbeit in den Erzminen von Korinnes gezwungen. Um jede Flucht unmöglich zu machen, sandte der König die mächtigsten Magier des Reiches aus, eine magische Barriere, um das gesamte Tal zu errichten. Ich war einer der Magier. Aber etwas störte das zerbrechliche Gefüge der Magie. Wir waren nun selbst Gefangene der Barriere. Mehr als eine Sekunde der Unachtsamkeit brauchten die Gefangenen nicht. Korinnes war nun in den Händen der Gefangenen. Der König hatte keine Wahl. Er musste verhandeln. Er brauchte das Erz. Monat für Monat lieferte der König den Gefangenen alles, was sie verlangten. Monat für Monat brachten sie dafür das Erz an den Rand der Barriere. In all den Jahren wurden viele Versuche unternommen, die magische Barriere zu öffnen, aber keiner hatte Erfolg. Im Namen König Robars des Zweiten, Träger des Zepters von Varant, Vereiniger der vier Reiche am Myrtat. Gefangener, ich habe dir ein Angebot zu machen. Dieser Brief muss den Führer der Feuermagier erreichen. Du verschwendest deine Zeit. Deine Belohnung könntest du selbst wählen. Man wird dir alles geben, was du verlangst. Gut, ich werde deinen Brief nehmen. Unter einer Bedingung. Erspart mir den Rest von seinem Gefasel. Du war... Schweig! Gut, hinein mit ihm. Willkommen im Lager. Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Macht, dass ihr wegkommt. Steh auf. Ich bin Diego. Ich bin... Mich interessiert nicht, wer du bist. Du bist neu hier. Ich kümmere mich um die Neuen. Lassen wir es vorerst dabei. Wenn du vorhast, länger zu leben, solltest du dich ein bisschen mit mir unterhalten. Ich werde dich allerdings nicht daran hindern, in dein Verderben zu retten. Also, wie sieht's aus? Okay. Was muss ich über diesen Ort wissen? Wir nennen es die Kolonie. Du wirst sicher schon gehört haben, dass wir hier Erz für den König fördern. Nun, zumindest wir vom alten Lager. Es gibt drei Lager innerhalb der Barriere. Das alte Lager ist das größte von ihnen. Es war auch das erste. Wie komme ich zum alten Lager? Du musst nur dem Weg hier folgen. Das alte Lager ist der nächste halbwegs sichere Ort von hier aus gesehen. Es treiben sich jede Menge wilder Bestien zwischen den Lagern herum. Es ist Wahnsinn, ohne Waffe zu gehen. Wo kriege ich eine Waffe her? Wenn du an der verlassenen Mine vorbeikommst, zieh dich mal ein bisschen um. Du findest bestimmt was Brauchbares. Die Mine ist leicht zu finden. Nur ein paar Meter die Schlucht entlang. Warum hast du mir geholfen? Weil du Hilfe gebraucht hast. Brulit und seine Jungs hätten dich vielleicht kalt gemacht. Und das konnte ich nicht mit ansehen. Schließlich bin ich den ganzen weiten Weg gekommen, um dir einen Vorschlag zu machen. Einen Vorschlag? Ja. Deine Begegnung mit Bullet und seinen Jungs hat dir hoffentlich gezeigt, dass du Schutz brauchst. Jeder, der hier ankommt, wird vor eine Wahl gestellt. Es gibt drei Lager in der Kolonie. Und einem davon wirst du dich anschließen müssen.
Ich bin hier, um Neuen wie dir klarzumachen, dass sie bei uns im alten Lager am besten aufgehoben sind. Wo ist dieser Bullet jetzt? Er und die anderen bringen die Waren aus der Außenwelt ins alte Lager. Dort kannst du ihn finden. Aber wenn du vorhast, dich mit ihm anzulegen, sei vorsichtig. Er ist ein erfahrener Kämpfer. Ah, danke für die Hilfe. Wir sehen uns im alten Lager. Kapitel 1, die Welt der Verurteilten. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play eines alten Klassikers auf meinem Kanal. Willkommen zu Let's Play Gothic. Ich bin Gaming Nox oder auch kurz Nox und begrüße euch nochmals ganz herzlich. Ja, ein persönliches Anliegen war es mir, definitiv die Gothic-Reihe nochmal zu Let's Playen. Gespielt habe ich alle Teile irgendwann mal. Und da jetzt momentan Skyrim läuft und auch noch eine ganze Weile laufen wird und ich im Moment Zeit habe, ein wenig vorzuproduzieren, dachte ich mir, ich starte einfach mal mit Gothic in seiner, ja, ich sag mal, ursprünglichen Version. Version 1.08 ist es, glaube ich. Es gibt den einen oder anderen, die ein oder andere Mod, mit der man das Spiel aufhübschen und wohl auch verbessern kann, mit Quicksave-Funktionen und allem drum und dran. Habe ich alles nicht installiert, denn die Mods machen bei dem Spiel wohl mehr Probleme, als sie helfen. Und dementsprechend habe ich mich dazu entschieden, alles unverändert zu lassen. Und ich freue mich wahnsinnig darauf, Gothic mal wieder durchzuzocken. Das letzte Mal ist echt vor Ewigkeiten her. Komm her, du Fleischschwanze. Na, mit der blanken Faust. So, ist Ewigkeiten her, dass ich es mal durchgespielt habe. Klar, ich habe jetzt, nachdem ich es nochmal installiert habe, so ein bisschen gespielt, um wieder reinzukommen mit der Steuerung. Alleine das Aufheben der ersten Fackel war fatal. Ich musste tatsächlich nochmal googeln, wie man Sachen aufhebt. Denn in Gothic 1 funktioniert alles per Maus gedrückt halten, noch ein bisschen looten und der entsprechenden Richtungstaste, sprich zum Aufheben, ne, gedrückt halten und nach vorne und solche Geschichten. Und ich stand echt vor dieser Fackel und habe links geklickt, rechts geklickt, sämtliche Buchstaben auf der Tastatur durchgemöbelt. Und es hat alles nicht funktioniert. Und irgendwann habe ich dann die Schnauze voll gehabt und habe es tatsächlich gegoogelt. Ein bisschen peinlich, aber ich stand zu der Zeit schon 5 Minuten vor dieser dusseligen Fackel, die da am Anfang lag. So, damit haben wir jetzt auch schon die ersten 1-2 Minuten weggequatscht. Bisschen was zu essen haben wir und die Spitzhacke, die brauchen wir aber nicht, denn hier oben wartet noch ein Schwert auf uns, das ein wenig mehr Schaden macht. Hallo Nacktmull. Nein, natürlich kein Nacktmull, ein sogenannter Mollerat. Einer der ersten Gegner und, ja, ich sag mal, mit der schwächste Gegner. Oh, da liegt noch was. Erzbrocken. Ja, Erz ist hier in Gothic 1 die Währung. Die Münzen, die wir gerade eingesammelt haben, sind quasi völlig nutzlos. Hier wird nur mit Erz bezahlt oder mit Ware gegen Ware. Deswegen nehmen wir generell jetzt hier am Anfang auch jeden Scheiß mit. Denn alles, was wir mitschleppen, der Charakter hat keine Traglast, maximal Dingsbums, Dingserei. Das heißt, alles, was wir mitschleppen, können wir in bare Münze tauschen, hätte ich beinahe gesagt. Ach nee, alt ist springen und klettern. Da haben wir noch eine Truhe. Was haben wir da? Noch einen Schnaps, noch ein paar Münzen, ein paar Pfeile. Ja, das war noch Grafik. Also zu seiner Zeit war Gothic definitiv ein echter Hammer. Aber heutzutage lockt sie damit keine Ratte aus dem Balkon. Vom Balkon. Was quassel ich hier für einen Blödsinn? Ach, ihr wisst ja, was ich meine. Ne? Ja, und wir müssen uns über kurz oder lang entscheiden. Zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, aber früher oder später müssen wir uns entscheiden, ob wir uns dem alten Lager, dem neuen Lager oder dem Sektenlager anschließen. Ja, ich sag mal, macht jetzt keinen wirklich großen Unterschied. Nach hinten raus ist die Story dieselbe. Aber es ist natürlich einfach eine Herzensangelegenheit. Geht man zum alten Lager, eher den militärisch organisierten Obermotzen hier, oder geht man zum Lager der Banditen,
und Söldner, sprich dem neuen Lager, oder schließt man sich sogar den Glaubensbrüdern im Sektenlager an, die also ihren eigenen Gott verehren? Da müssen wir nochmal schauen. Ich tendiere ja eigentlich zum neuen Lager, wobei das alte Lager auch definitiv einen Blick wert ist. Genauso wie dieser Scavenger da ein, zwei Schläge wert ist. So, komm, wir sterben. Oh mein Gott, das hat uns getroffen. So, ja, das einzige Problem bei Gothic, so als alten Permanent-Daddler, ist man das so gewohnt mit Quicksave. Ich sage auch immer ganz gerne, Quicksave ist dein bester Freund. Gothic hat gar kein Quicksave. Ja, wir müssen also jedes Mal ins Menü und müssen da, wir können das mal ganz kurz zeigen, hier speichern. Da machen wir mal hier Let's Play 1. So, ja, das sind halt meine Testspielstände. In Gothic bietet es sich definitiv an, mit mehreren Spielständen zu arbeiten, da das Spiel doch den ein oder anderen Bug beinhaltet. War gerade dabei. Komm. Und dann kommt es schon mal vor, dass Save Games quasi komplett zerstört sind. Da bietet es sich wirklich an, so 2-3 Spielstände. Ich habe dann immer den dritten für sag schnell, ne, für wichtige Stellen genommen. Sprich Kapitelwechsel, schwierige Gegner, solche Sachen habe ich dann immer auf dem dritten gesaved und die ersten beiden quasi als Quick-Save-Slots genommen. Das werden wir, denke ich mal, hier in diesem Let's Play auch so halten. Und jetzt watscheln wir erstmal ganz entspannt in Richtung altes Lager, wo der gute Diego schon auf uns wartet, der uns ja so herzlich in Empfang genommen hat. Waldbeere, Waldbeere, Waldbeere. Und da haben wir auch schon die erste Begegnung mit zwei Mitgliedern des neuen Lagers. Zu erkennen an den Uniformen, also die Söldner tragen diese... Ja, die Söldner tragen diese Fellwesten. Die vom alten Lager tragen halt diese roten Militäruniformen. Hey du! Was willst du? Dich warnen. Wenn du hier weitergehst, kommst du in unser Jagdgebiet. Oh, was jagt ihr denn? Was jagt ihr denn so? Meistens Scavenger. Sie geben eine Menge Fleisch ab. Außerdem sind sie nicht so schwer zur Strecke zu bringen, wenn man weiß wie. So? Und wie? Frag meinen Freund Drax hier. Der weiß über solche Sachen besser Bescheid als ich. Ja, ist auch geil. Reiß die Klappe auf. Wenn du weißt, wie das geht, sind die voll leicht. Ja, wie denn? Ja, frag den anderen. Ich weiß das nicht. Oh Mann. Was ist an diesem Gebiet so gefährlich? Du bist gerade angekommen, was? In der Kolonie gibt es unterschiedlich gefährliche Gebiete. Auf den Wegen zwischen den Lagern ist es einigermaßen sicher, aber auch dort kannst du ein paar Wölfen begegnen, die dich als leichte Beute sehen werden. Und genau das bist du auch, bis du geeignete Waffen und Rüstung hast. Ja, wo kriege ich denn bessere her? Wo kriege ich bessere Ausrüstung her? Der nächste Ort ist das alte Lager. Du musst nur dem Weg folgen, den du gekommen bist. Aber bei uns, im neuen Lager, bekommst du die Sachen billiger, wenn du die richtigen Leute kennst. Wenn du ins alte Lager gehst, frag nach Mordrak. Er ist einer von uns. Er verkauft gute Ware für wenig Erz. Na, das ist doch mal was. Erzähl mir mehr über die Gebiete der Kolonie. Wenn du zwischen den Lagern reist, solltest du eine Karte haben. So kannst du die Verbindungswege von den Sackgassen unterscheiden. Die Sackgassen führen dich oft in gefährliche Schluchten, in denen du Kreaturen begegnen wirst, denen du am Anfang besser aus dem Weg gehst. Meide alte Ruinen, die Gegend hier ist voll davon. Die meisten sind alte Befestigungen aus dem Ersten Orkkrieg oder verlassene Orkbehausungen. In diesen Ruinen treiben sich oft Orks herum oder Schlimmeres. Vor allem nachts würde ich diese Plätze meiden. Und wenn du noch einen letzten Tipp willst, geh nicht in den Wald. Wieso? Kommt da der böse Wolf, wenn ich meine Großmutter besuchen möchte? Wo kriege ich eine Karte her? Frag im alten Lager herum. Ich glaube, da gibt es einen Kartenzeichner. Vielleicht kannst du ihm ja eine seiner Karten klauen. Wenn du es schaffst, bring mir eine mit. Wieso? Verkauft er die Karten nicht? Wenn du an genug Erz rankommst, um sie zu bezahlen. Na gut, dann zocken wir den halt ab. Danke für die Hilfe. Glaub bloß nicht, dass hier alle so nett zu dir sind, Kleiner.
Ist zwar nicht viel zu holen bei einem neuen, aber einige hier würden dir sogar für eine alte Spitzhacke die Seele aus dem Leib prügeln. Werd's mir merken. Na gut. Da haben wir schon mal ein paar wichtige Informationen. Überall wartet Gesöx auf uns. Wir brauchen eine Karte, die gibt's im alten Lager und die ist teuer. Drax, was hast du denn zu erzählen? We'll be right back.